Alter, kennt ihr das? Diese Bilder, wo ihr so ankommt und dann macht ihr so... Was? Nö. Genau so passiert es mir immer und immer wieder im Alltag, meine Freunde. Und genau diese Bilder schauen wir uns heute an. Und genau deshalb brauche ich auch kein Headset. Ich weiß nicht, warum ich das immer wieder tue. Völlig lost, der Junge. Wir schauen uns heute Bilder aus dem Subreddit an. Und ich weiß, dass PewDiePie auch schon mal ein Video dazu gemacht hat. Und ich sage euch noch eine weitere Sache. Es ist mir vollkommen egal. Dankeschön. So, ich setze auf jeden Fall jetzt meine Denkermütze auf, meine Freunde, und ich würde sagen, wir können direkt anfangen und schauen uns diese wunderbaren Bilder aus diesem Subreddit einfach mal an und überlegen gemeinsam, wie es zu solchen Bildern überhaupt gekommen sein kann. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Bild an. Das hat Leo rausgesucht und hier sehen wir den neuen Tesla Cybertruck. Ja, ich würde jetzt an der Stelle erstmal ein riesiges Shoutout und einen Gruß an Standardskill raushauen. Ich glaube, das ist dann tatsächlich auch der Prototyp, den man bekommt. Das, was man da bei Elon Musk auf der Bühne gesehen hat, war wirklich nur ein Vorführfahrzeug. Ich hoffe, dass der Cybertruck, den alle jetzt gerade für $100 bestellt haben, genau dieses Gefährt hier sein wird. Sieht an sich ganz schön aus, ist sehr robust gebaut. Die Scheiben scheinen auch nachgebessert worden zu sein. Es wirkt so, als wäre dieses Fahrzeug extrem robust. Und ich sehe ja, wie gesagt, auch hier schon, wie Standardskill mit diesem wunderbaren Tesla Cybertruck umherfährt. Genau. Hier sehen wir also einen Lehrer, der, ja, an der Stelle, glaube ich, gar nichts so Dummes macht. Und zwar wischt der Lehrer hier mit einem ganz großen Wischmopp die Tafel. Nee, also da muss ich sagen, ist nicht sondern weil es einfach extrem intelligent ist. Das macht Sinn. Das macht Sinn, dass der Lehrer das macht, weil, ja, es geht dann einfach schneller. Also, ja, es macht Sinn. Es macht Sinn. Hier haben wir einen Automaten. Jeder kennt diese wunderschönen Greifarmautomaten, gerade in Japan und in so kleine Cates immer sehr, sehr beliebt. Die Frage ist dann doch an der Stelle, wer möchte Zwiebeln haben? Denn die kann man hier gewinnen. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das... Ist das da im Hintergrund auch eine große Zwiebel? Das ist auch eine riesige Zwiebel. Ja, keine Ahnung. An der Stelle Grüße geht raus an Montana Black. Glücksspiel kann süchtig machen, meine Freunde. Gönn Koffer! Auch Zwiebeln haben ihren Reiz. Also merkt, dass wir das kommende Jahr esst viele Zwiebeln und macht kein Glücksspiel, nehme ich an. Ist so ein bisschen das... Nächstes Bild einfach. Okay, also in dem Automaten drin ist ein Mensch, der mir das Geld rausgibt. Wollt ihr mir das gerade etwa erzählen? Ich glaube tatsächlich, liebe Banken, ich bin euch hier auf die Schliche gekommen. Da sitzen arme und arme Arbeitskräfte drin, die unterhalb des Mindestlohnniveaus hier arbeiten müssen. Nicht mit mir. Fortan, meine Freunde, werde ich mein Geld nur noch selber drucken. Das ist viel intelligenter. Kein Plan. Also, ich meine, die Vorstellung allein, dass der Kerl seine Hand nicht rechtzeitig zurückzieht und diese riesige Geldkassette hier, diese Klappe zugeht und seine Hand abgetrennt wird, eigentlich eine Sache, die jetzt gerade vor Silvester ganz nice ist, weil er verliert seine Hand immerhin nicht bei einem China-Böller an Silvester. Gutes Ding, ja. Fühle ich sehr. Wichtiger technologischer Fortschritt. Hier, Alter. Ja. Kein Plan. Das ist genauso gruselig wie Standardskill in einem Cybertruck, Alter. Nur, dass wir hier eine ganz kleine, süße, kleine Babykatze haben, die irgendwie in den Mülleimer gefallen ist. Das sieht so aus, als wären da benutzte Spritzen drin. Keine Ahnung. Ich würde sagen, geh da ganz schnell raus, kleines Kätzchen. Die Katze scheint sich hier selber zu spiegeln und da zeigt sich auch einfach nochmal das wahre Gesicht von Katzen, meine Freunde. Denn dass Katzen durchgehend und wirklich ausnahmslos vom Teufel besessen sind, lässt sich hier anhand dieses Bildes ganz gut beweisen. Man sieht, dass hier die blauen, vom Teufel besessenen Augen... hat so ein bisschen was vom, ja, Nachtkönig von Game of Thrones. Katzen sind böse Tiere und gehören nicht auf diesem Planeten. Just saying, als Allergiker, meine Freunde, ich denke mal, you feel me, right? Nö. Deshalb, meine Freunde, habe ich auf diesen kleinen süßen... mein Hund ist weg. Okay, an sich ein ganz normales Bild, bis dann doch auffällt, dass der Kerl tatsächlich versucht, die Frau mit Pokémon Go einzufangen. Ich glaube, da sitzt sogar rechts ein Pokémon, wenn man das hier so sieht auf der Bühne. Es könnte auch sein, dass da irgendwas anderes ist, aber, also ich... Ja, kein Plan. Was soll ich dazu sagen? Außer, wenn ihr eine Frau haben wollt, sprecht sie doch einfach an und geht nicht mit eurem Smartphone und Pokémon Go auf sie zu. Vielleicht auch gerade einfach kein guter Moment, weil es wirkt so, als hätte die Dame gerade ordentlich zu tun, denn sie scheint gerade dabei zu sein,
einen Auftritt zu haben, dann redet miteinander. Ja. Ja gut, das beweist auf jeden Fall nochmal, dass uns sehr viele Arten weit voraus sind. Hier an der Stelle die Möwe, die gemeine Hafenmöwe, die gemeine Strandmöwe. Hier ein seltenes Kunstwerk. Es gibt ja immer wieder Leute, die am Strand gerne Steine stapeln. Ich bin dann derjenige, der gerne tote Möwenkadaver einfach übereinander stapelt auf künstlerische Art und Weise. Das habe ich damals gemacht, nachdem ich diese vier Möwen mit Froschschussmittel eingefroren habe und dann übereinander gestapelt habe. Extrem seltene Kunst. Gerade die unterste Möwe muss wirklich halt eine Menge Ballast tragen, spricht so ein bisschen für die Arbeiterklasse in unserer Gesellschaft und soll quasi nur symbolisieren, in was für einer Gesellschaft wir leben. Oder es sind halt einfach vier extrem dumme Tiere, die sich einfach übereinander gestehen. Ich weiß es nicht. Wie passiert sowas in der freien Natur? Ich meine, wo sagt diese unterste Möwe, es ist fein, dass du dich aufgestellt hast? Und dann kommt noch ein anderer und sie sagt, ja, das ist auch fein, das ist auch fein, das ist auch fein. Wir wissen ja auch überhaupt nicht, wie weit das hier geht. Ich meine, wir sehen nicht, wie weit das hier noch geht. Klar, man würde jetzt als Laie sagen, dass diese Möwe die gleiche Möwe ist wie die hier, weil es gefotoshoppt worden ist. Aber das stimmt nicht, meine Freunde. Dieser Turm geht immer und immer weiter. Und was viele nicht wissen, die Möwen waren vor uns auf dem Mond. Ich halte meine Fresse, Alter. Danke, Mann. Hier haben wir einen ganz normalen Stromkasten, der von einer Sprinkleranlage hier bewässert wird. An sich nichts Ungewöhnliches, sage ich mal, denn auch Stromkästen brauchen ein wenig Wasser. Stimmt nicht. Dieser Stromkasten steht hier sogar unter Hochspannung, wie dann auch der Großteil der Stromkästen tatsächlich, wie das beim Großteil... Bubble. Alles klar, ich lasse es einfach mit der Pointe. Ich lasse es einfach Strom und Wasser schlecht, okay? Merkt euch das, falls ihr baden geht und euren Föhn mitnehmen wollt, steckt ihn vorher aus oder macht die Wanne leer. Wenn ihr, also Strom und Wasser schlecht, merkt euch das einfach, in jeglicher Hinsicht. Ja, verstehe ich. Ich glaube nur, dass der Polizist da etwas falsch gesehen hat. Normalerweise zieht ja der Polizist das an und der Hund beißt den Polizisten zu Trainingszwecken. Aber nichts Ungewöhnliches an sich, denn auch hier nochmal ein ganz kurzes Video von mir und Akani in der Hundeschule. Perfekt, ihr habt es gesehen, ich habe absolute Angst vor diesem Tier, er schüchtert mich jeden Tag ein, ich muss Schutzgeld an ihn bezahlen. Jedenfalls, nee, also ich glaube, das ist eine ganz normale Taktik, weil der Hund muss halt auch mal lernen, wo sein Stellenwert ist. Und der Hund muss halt auch lernen, dass er nicht immer ankommen kann, wenn er irgendwie was will. Und der Hund muss vor allen Dingen auch lernen, dass... Meinung dazu? Perfekt. Wir sind da einer Meinung. Ihr seht das nur nicht, aber wir sind einer Meinung. Wir sind definitiv einer Meinung. Ich meine, an sich nicht dumm. Die Dinger werden ja auch dreckig, wenn man die ins Ohr steckt. Nur, ich weiß jetzt auch da wieder nicht Strom und Wasser. Wir hatten das Thema bereits. Würde ich einfach von absehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine ziemlich dumme Idee. Geht halt kaputt mit der Zeit, ne? Und, ja. Wie reagiert man angemessen auf sowas? Außer, warum? Gut, an sich auch nichts großartig Ungewöhnliches. Hier haben wir den deutschen Mediamarkt. Im Hintergrund steht Gefrierschränke, gibt es Leuchtmittel und eine Tragetasche für 50 Cent vom Mediamarkt in M. Jetzt fällt aber eine Sache ganz besonders auf, und zwar dieser Red Dead Redemption gekleidete Charakter, der sich auch hier tatsächlich auf dem Titelbild dieses Spiels befindet. By the way, wenn ihr nochmal mehr Red Dead Redemption mit Trimax sehen wollt, smash auf jeden Fall gerne den Like-Button nach oben. Ja, der Boy kauft hier einfach zwei Playstation mit der im Red Dead Redemption Bundle. Ist das ein Pappaufsteller? Also so ein Dude, der im Laden drin steht, was mich A wundern würde, weil er Tattoos hat? Oder ist das wirklich ein echter Mensch, der sich so angezogen... Ich muss kotzen. Auch hier nichts Ungewöhnliches. Es gibt Hundeschulen, es gibt Hundefahrschulen. Das gehört alles irgendwie zum Alltag mit dazu. Mein Hund kann mittlerweile schon Panzer und Motorrad fahren. Helikopterfliegen hat er ein bisschen Schwierigkeiten mit, denn mein Hund leidet an Höhenangst. Ja, vier Huskies, die, sind das Huskies? Ich glaube schon, ich glaube es sind Huskies. Vier Huskies, fünf Huskies, die in einem Auto fahren. An sich da auch nichts Ungewöhnliches. Ich meine, Hunde an, wir wissen ja nicht, was Hunde machen, wenn sie untereinander treffen und wie sie miteinander chillen und was sie so tun. Vielleicht ist das die Realität, in der wir leben, wir kriegen es nur nicht mit, keine Ahnung. Will ich nicht zu sehr lange drüber nachdenken, sonst platzt mein Gehirn. Das ist eine... Kanne? Aus der... Was ist das für ein Tier? Ist es... Ja, es gibt diese Bilder, die man sich anschaut und man versteht sie nicht und dann ist man sprachlos. Genau an dem Punkt bin ich jetzt. Ich... Nee. Ah, hier hat jemand scheinbar richtig fett einen fahren lassen und diesen wunderbaren Ledersitz im Standard-Skill Cybertruck einfach mal durchgefurzt. Ja,
Würde ich einfach auch da eventuell vom Konsum scharfer Lebensmittel absehen. Das scheint nicht so gut für die Darmflora zu sein, der betreffende Person. Sicherlich würde der eine oder andere jetzt sagen, du, da ist doch bestimmt eine Zigarette draufgefallen, die sich durchgebrannt hat. Ich glaube nicht, dass ein Auto, was einen so hohen Ausstattungsstandard hat, man sieht das ja hier, ja, von einem Raucher gefahren wird. Das muss auf jeden Fall eine überhöhte Darmflatulenz gewesen sein. Und ich kann mich der Sache nur anschließen und sagen, Strom und Wasser, das lass mal. Und auch hier, meine Freunde, kommen wir zum krönenden Abschluss. Wir sehen ein Krokodil auf einem Krokodil. Das ist eine absolut seltenes Naturschauspiel, meine Freunde. Einmal im Jahr paart sich der gemeine Pool-Alligator mit einem richtigen Alligator und es kommt der Rapper-Alligator. Ich halte meine Fresse. Ganz ehrlich, Leute, wir beenden das Video jetzt hier. Das war absolut unnötig, was ich hier getan habe. Ich weiß auch nicht, warum ich eure Zeit verschwendet habe mit diesem Video. Auf Wiedersehen. Tschüss.